Hallihallo, mein Lieben, willkommen bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir machen jetzt die Channel-Botschaft und zwar die Nachricht von deinem Herzensmenschen. Ich übermittle dir also jetzt hier von deinem Herzensmensch eine Botschaft und deine Aufgabe ist es jetzt, bitte zu schauen, wie du da, ob du überhaupt damit in Resonanz gehst, ja? Also es kann dir vorkommen, dass man in Resonanz geht, es kann aber auch vorkommen, dass du gar keine Resonanz verspürst. Wenn du Resonanz verspürst, ist das gut und wenn nicht, dann kannst du wegschalten, ne? Mach dir hier auch nichts passend oder so, sondern was du noch tun kannst, das ist in meine Playlist schauen, da habe ich noch andere Channel-Botschaften vom Herzensmensch. Vielleicht findest du da etwas, das ist alles zeitlos oder du buchst diese persönliche Channel-Botschaft auch von deinem Herzensmensch. Es nützt den Menschen, die jetzt keinen Kontakt so direkt zu ihrem Herzensmenschen haben oder wo so Unschlüssigkeiten sind, ne, wo man sich wirklich fragt, was ist denn bei ihm gerade so los? Ne, was denkt er denn vielleicht so in meine Richtung? Und ich übermittle dir dann hier diese Botschaft. Ne? Du findest das auch alles unten in der Infobox. Okay, fangen wir mal an. Ich lege jetzt erstmal hier mit den Lektionen deiner Seele. Damit starte ich. Ja, du denkst jetzt mal ganz arg an deinen Herzensmenschen, sprich seinen Namen mal aus oder denk seinen Namen, stell dir sein Bild vor oder ihr Bild. Und ihr lieben Männer, das kann natürlich auch deine Herzensdame sein. Natürlich in weiblicher Form dann, ne? Alles andere ist eh geschlechterneutral, so. Ich verbinde mich jetzt einfach mal hier mit einer Seele im Kollektiv und übermittle dir die Botschaft. Was möchte dir dein Herzensmensch jetzt hier durch mich sagen? Ich möchte dir gerade sagen, dass ich hier noch total unentschlossen bin in deine Richtung. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Ich versuche mich natürlich hier auf meine Intuition zu verlassen und zu hören. Obwohl ich ja immer ganz, ganz oft im Verstand bin. Und trotzdem weiß ich, dass mit dir, das würde mich zum Erfolg bringen. Wenn ich es natürlich auch zulassen würde. Ja. Ich mache mich hier gerade auf mit dem Wagen und möchte jedoch in deine Richtung kommen, weil ich die Chance hier sehe auf eine gewisse Leidenschaft in deine Richtung und ja, irgendwas zieht mich immer wieder an dir. Ich kann es selber nicht so richtig fassen, was das ist, aber das zieht mich so an und manchmal komme ich auch dann in Mangel, wenn von dir dann gar nichts kommt, ja, wenn du dann manchmal genauso handelst wie ich, nämlich aus dem Ego heraus, wenn du mich einfach so sitzen lässt, wenn du mich einfach da stehen lässt und überhaupt nichts mehr von dir kommt, dann gerate ich immer hier in diesen Mangel. Vielleicht ist es ja das, was mich an dir anzieht. Aber ich bin hier bereit, mit einer leidenschaftlichen Situation oder Chance in deine Richtung zu kommen. Und Baby, ich weiß, das kann sehr, sehr heiß werden zwischen uns. Ja, weil bei mir kochen die Gefühle hier schon über. Auch wenn du das manchmal ablehnst, diese ganze Leidenschaft in meine Richtung. Aber ich möchte nicht nur das eine, ja, und das möchte ich dir jetzt sagen. Ich weiß, das macht dir einen Kummer, das macht dir einen Schmerz hier. Wenn ich immer nur mit dieser einen Sache da um die Ecke komme, weil ich weiß, da sind Gefühle. Und diesmal möchte ich aber hier mit dem Angebot Liebe auf dich zukommen, weil es ist nicht nur die Leidenschaft, die mich zu dir führt, sondern auch das Gefühl da drin, weil du bist so eine unglaublich sexy Person und da kann man gar nicht dran vorbeischauen. Ich würde mir nichts Sehnlicheres wünschen, als dich hier bei mir zu haben, als mich endlich mal mit dir zu treffen, endlich bei dir zu sein. Auch wenn du manchmal noch so unschuldig aussiehst und einfach traurig bist. Ich weiß, dass du oft traurig bist wegen mir. Und doch würde ich gerne mit dir zusammen sein, sag's dir aber nicht, was ich mache. Stattdessen brauche ich einfach hier auch mal meine Ruhe, weil mich gerade sehr, sehr viele Themen im Leben beschäftigen.
Aber ich werde das abschließen. Das wird nicht mehr lang dauern, da werde ich da rauskommen. Ich muss nun mal manchmal meine Probleme lösen und das ist manchmal nicht einfach. Ja. Und ich bin aber noch total unentschlossen, weil wenn du dich dann manchmal nicht meldest, dann denke ich immer, du hast keinen Bock mehr. Dann wehrst du komplett alles ab hier in meine Richtung. Ja, und dann muss ich immer wieder versuchen, hier ganz hart an dieser Sache zu arbeiten, damit überhaupt was bei uns entstehen kann. Und ja, ich hoffe, das wird sich mal ändern. Ich werde auf jeden Fall hier mehr auf meine Intuition jetzt hören und bin auch hier bereit, nochmal mit dem Gespräch in deine Richtung zu kommen. Ich hoffe, dass sich dann mal endlich was verändert. Ich möchte nämlich, dass du wieder in dein Gefühl kommst und nicht immer so auf dem Kopf stehst. Ja, ich weiß, du hast hier noch jemanden an deiner Seite, oder es ist total kompliziert hier das Ganze zwischen uns, dass mal wirklich Stabilität reinkommt. Aber ich würde mir einen Neuanfang mit dir vorstellen können. Einen Neuanfang mit dir, kleine Schritte zu machen, einfach mal hier zu beginnen mit der ganzen Sache. Ja? Und falls du oder ich noch jemanden hier an der Seite hast, ich würde trotzdem einen Neuanfang mit dir wollen. Ja, weil ganz einfach hier Liebe bei mir dabei ist. Aber ich habe halt immer wieder Unklarheiten und falle dann immer wieder in Ängste. Und dann höre ich auf, hier zu reden mit dir. Dann höre ich auf zu kommunizieren, weil ich mir dann manchmal irgendwas ausspinne. Und dann versuche ich Lösungen zu finden, wie man das Ganze hier auch irgendwie verändern kann bei uns. Wie ich mich vielleicht auch trennen kann oder du dich trennen kannst. Und mein Ziel ist es nicht, dich zu verletzen. Mein Ziel ist es eher, dich zu sehen, weil ich möchte dich hier gerne sehen. Ich möchte dich gern sehen, weil du bist wirklich die treueste Person, die treueste Seele, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Zwischen all den Freunden, die ich habe, zwischen all diesen Menschen, die in meinem Leben sind, bist du die treueste Seele. Und dir die Seele, der ich wirklich hundertprozentig vertraue. Ja, und das Ganze macht mich ja ganz schön immer wuschig. Vor allem, wenn wir uns hier sehen. Auch wenn wir uns sehen, spüre ich diese ganze Unendlichkeit. Aber irgendwas haut mich dann wieder in Blockaden rein. Und diese Blockaden gefallen mir absolut nicht. Aber ich kann dir eins sagen, ich kann es wandeln. Ja, ich bin bereit, das für dich zu verändern, damit überhaupt was hier werden kann bei uns. Weil ich möchte den Erfolg endlich mit dir haben. Und ich habe totale Sehnsucht nach dir. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was für eine Sehnsucht ich nach dir habe. Auch wenn ich mich nicht immer melde, trotzdem fehlst du mir. Ja, ich würde mir eine feste Verbindung auch mit dir wünschen. Das ist mein Traum, das ist mein Ziel. Aber meine Ängste, die stehen mir manchmal noch sehr im Weg. Diese Emotionen und diese Leidenschaft, wo du dann immer denkst, ha, der will ja eh nur das eine. Ja. Und du bist mein großes Glück, das sollst du jetzt wissen hier. Und ich werde hier in deine Richtung kommen und dir die Klarheit geben, die du brauchst. Und ich weiß, Baby, das mit uns ist Schicksal. Das möchte ich dir noch sagen. Die heilige Vereinigung hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und die Verwandlung, die Beziehung zu dir, die wird von Tag zu Tag intensiver. Das spüre ich täglich. Ich spüre das jeden Tag, diese Verbindung zu dir. Und trotzdem habe ich Angst, dass du hier irgendetwas erzwingen könntest, was ich gar nicht möchte. Mit dir macht das Leben Spaß. Und wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, dann ist es auch wunderschön. Und du weißt und du spürst das eigentlich auch, dass hier die Liebe getroffen hat bei mir. Und dass du überhaupt meine Nummer eins bist. Ja, meine Lieben, das war die Botschaft von deinem Herzensmensch. Also keine Ahnung, was hier bei euch los ist, aber dieser Herzensmensch ist hier gerade noch ein bisschen unentschlossen in deine Richtung, ne, was er da machen soll. Er liebt dich, er möchte das auch mit dir, aber
Wahrscheinlich gibt es immer wieder so ein paar Reibereien oder so ein kleines Hin und Her, wo du dich zurückziehst, wo er sich zurückzieht und ja, wo dann vielleicht im Endeffekt immer hier eine Pause reingeschmissen wird, ne? Ja, meine Lieben, dann hoffe ich, dass euch die Botschaft weitergeholfen hat hier. Ich würde mich natürlich über ein Like oder einen lieben Kommentar freuen. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal, ne, damit ich hier weitere Orakel machen kann, auch zur Unterstützung. Und ich wünsche euch auf jeden Fall hier eine wundervolle Zeit. Ciao.